Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen im Landhaus zur Alten Gärtnerei in Nixdeuendorf. Nixdeuendorf ist ein Ortsteil von Zossen und Zossen liegt ungefähr 30 Kilometer südlich von Berlin. Mein Name ist Susanne Hucke und ich bereite heute für Sie ein Himbeer-Minz-Parfait mit Schokosplittern zu. Dazu gibt es eine Mandel-Honig-Hippe und schokolierte Früchte. Die Mandel-Honig-Hippe besteht aus Butter, Honig, Puderzucker, etwas Mehl und natürlich Mandelplättchen. Für die Mandel-Honig-Hippe, die wir zuerst zubereiten, nehmen wir den Puderzucker, die weiche Butter, das Mehl, den Honig und die Mandelplättchen zusammen in eine Schüssel. Das Ganze kneten wir durch. Ich habe hier mal einen Handschuh genommen, damit das nicht so an den Fingern kleben bleibt, denn durch den Honig ist das doch schon sehr klebrig. Wie Sie sehen, es wird jetzt langsam was. So, das sieht ja schon mal gut aus. Eine homogene Masse. Diese Kugel nehmen wir jetzt in Folie, rollen die ein und dann ist ganz wichtig, dass sie richtig kühl gestellt wird. Das tun wir jetzt. Ich gebe mal hier an meinen Kühlschrank. Die muss richtig fest sein, wenn wir sie weiterverarbeiten. Da hole ich diesen Teig oder die Masse wieder her. Die ist inzwischen hart geworden. Das geht halt ganz einfach. Sie heizen den Backofen auf 180 Grad vor. Müssen allerdings gucken, jeder Ofen ist anders. Dann nehmen Sie sich von der Teigmasse so eine kleine Kugel, rollen das zur Kugel aus und packen es einfach auf Backpapier. Und damit sie nicht ineinander laufen, macht man die eigentlich in einem ziemlich großen Abstand. So, das kommt jetzt bei 180 Grad in den Ofen, aber bitte keine Luft. Die sind so leicht, die würden Ihnen dann an dem ganzen Ventilator festkleben. Also ohne Umluft, 180 Grad in den Backofen und ungefähr 10 Minuten. Sie müssen halt einfach gucken, jeder Ofen ist halt anders heiß und die müssen goldbraun sein. Während unsere Hippen jetzt ausbacken, machen wir noch so ein bisschen anderen Deko-Schnickschnack. Und zwar machen wir mal selber Minzezucker. Und zwar ein Esslöffel Rohrzucker und ein Esslöffel fein gehackte Minze. Die werden einfach verrührt. Man sieht hier, es wird gleich sehr feucht, weil der Zucker ist ja hygroskopisch. Ich packe das Ganze dann in die Mikrowelle zum Auftauen. Das wird dann getrocknet und dann sehen Sie, dass Sie in Windeseile einen richtig schönen Minzzucker haben und der auch duftet. Können Sie leider nicht riechen, aber ich. In der Zwischenzeit 10 Minuten rum. Unsere Hippen sind jetzt sozusagen gar. Nehmen wir raus. Sie sehen, sie sind schön auseinandergelaufen. Wir haben ein hauchdünnes Gebäck, um unser Dessert zu krönen. Zum Abkühlen legen wir es dann auf eine kalte Platte, dann geht das ziemlich schnell. Am Anfang ist es biegsam, da könnte man noch irgendwelche Figuren rausmachen, aber innerhalb von 2-3 Minuten ist es völlig ausgehärtet. Das geht ganz schnell, wenn da eine kalte Platte drunter ist. So, nun haben wir alle Bestandteile erarbeitet und jetzt können wir auch unser Parfait anrichten. Dann nehmen wir die Minzeblätter. Man sollte da, wenn es warm ist, sehr schnell arbeiten, weil die gefroren sind und natürlich hauchdünn. Dann nehmen wir ein Stück hier, schneiden das ein und nehmen eine wunderbare Mandel-Honig-Hippe, stecken sie dran und ich würde vielleicht noch einmal ein Original-Himbeerchen nehmen und vielleicht ein Original-Minzstängelchen. So, das ist unser fertiges Dessert, das Himbeer-Minz-Parfait mit Schokosplittern, schokolierten Früchten und schokolierten Minzeblättern. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbereiten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de